neuen Folge Roblox als kleine Pinguine. Yeah, da sind wir auf unserer kleinen Pinguininsel gelandet. Und hier werden wir heute eine Menge kleiner Pinguineier legen. Legen Pinguine überhaupt Eier? Ich weiß nicht so genau. Ich dachte immer, das wären Vögel. Keine Ahnung. Okay, bauen wir uns jetzt erstmal hier unser kleines Pinguinreich auf. Ja, wir wollen nicht auf so einer langweiligen kleinen Insel hier leben. Wobei, es ist eigentlich gar keine Insel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich hierbei um einen Eisblock handelt, auf dem wir wohnen. Und ich bin sehr gespannt, was hier noch für Pinguine sind. Vielleicht können wir die Insel so groß bauen, dass wir andere Pinguine treffen oder sowas. Okay, 14 Geld haben wir mittlerweile schon eingesammelt. Oh, wir brauchen aber 20, damit wir uns zwischen Schnee und Eis entscheiden können. Was wollen wir uns als nächstes kaufen? Ich glaube, ich habe gerade Schnee gekauft. Ich kaufe mir jetzt als nächstes ein wenig Eis. Okay, das sieht schon mal ziemlich nett aus. Ja, für einen Pinguin eigentlich ganz in Ordnung. Ist mir sympathisch. Vielleicht kaufen wir uns als nächstes doch noch ein bisschen Schnee dazu. So, jetzt hier eine Fishing Rod. Warte mal. Pinguine essen Fisch. Das heißt, wir dürfen hier heute unser Talent als Angler unter Beweis stellen. Da ist die Fishing Rod. Da ist die Angel, die hier unten ins Wasser zeigt. Können wir die auch benutzen oder ist die nur zur Dekoration da? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Okay, wir können uns jetzt als nächstes hier auch schon einen Fisch holen. Oh, da liegt einfach nur ein toter Fisch. Oh nein. Kann ich ihn zurück ins Wasser werfen? Wird er dann lieber wieder leben? Ich weiß es nicht genau. Naja, dem ist leider auch nicht mehr zu helfen. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Steine. Das heißt, wir haben jetzt hier... Warte mal, ist das ein Herz? Wenn es ein Herz ist, dann ist es ein ziemlich merkwürdiges Herz. Ich weiß auch nicht so genau. Und wir können uns Pinguineier holen. Jetzt verstehe ich. Wir haben Pinguineier gelegt. Warte mal. Ey, irgendwie sind die Eier größer als ich. Ich weiß nicht, ob das so soll. Da schlüpfen Monster-Pinguine draus oder sowas. Okay, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was hier aus diesen monströsen Eiern schlüpfen wird. Als nächstes können wir uns eine Brücke holen. Oh, warte mal, einen Steg mit einem Angler drauf. Hier könnten wir uns einen Fischermann hinstellen, der für uns angelt, glaube ich. Oder wir kaufen uns jetzt hier vorne ein Boot, mit dem wir wahrscheinlich wegfahren können. Ich glaube, als erstes vielleicht mal den Angler. So, zack. Oh mein Gott, wir haben was bekommen. Ein Fisherman. Oh, den können wir customizen. Lass mal sehen, was können wir denn mit dem machen? Oh, wir können ihn rosa machen. Oh mein Gott, warte mal. Wir können ihn wirklich einen grünen Pinguin. Oder gelb oder hellblau. Was denkt ihr? Was wäre so die perfekte Farbe? Okay, vielleicht ist rosa nicht die richtige Farbe für einen Pinguin. Ich finde das helle Blau hier eigentlich ganz nett. Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Entschuldigung, ich war gerade noch dabei. Ob der einen Hut aufhaben sollte. Ich denke, der sollte einen Hut aufhaben. Und dann können wir ihm noch ein paar Augen geben. Wie wäre es mit dem hier? Er hat Angst, dass er heute nichts fängt. Oder er hat gar keine Lust zum Angeln. Alright, alles klar. Wir können ihn sogar Level Up machen. Haben wir sogar schon genug Geld gehabt. Jetzt ist unser kleiner Angler-Pinguin hier schon auf Level 2 und ist fleißig am Fische fangen. So, als nächstes ein Boot. Da ist auch schon ein zweiter und ein dritter Pinguin. Ja, hier sind ganz viele Pinguine. Die stehen einfach nur rum und gucken wahrscheinlich dem anderen beim Angeln zu. Warum auch immer. Die haben nichts Besseres zu tun. Okay, Leute, macht euch mal nützlich. Macht mal irgendwas Nützliches hier. Wir haben ein Dock. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich als nächstes auf unserer kleinen Pinguininsel hier so eine Art, ja, richtiges Boot abfahren lassen. Vielleicht kommen wir dann sogar zur Hauptinsel oder so. Das wäre ziemlich nice. Neue Insel? Hier gibt es eine neue Insel? Ah, ich will die neue Insel haben. Yeah, meine Insel ist einfach mal doppelt so groß geworden. Guckt mal, wir haben unser Reich vergrößert. Sehr nice. Es hat hier ganz, ganz simpel angefangen mit einem großen Block Eis. Und jetzt haben wir schon zwei große Blöcke Eis. Zack, und damit ist unser Eisblock jetzt auch bewachsen mit Bäumen. Macht Sinn, nicht wahr? Okay, dann haben wir hier jetzt wieder Steine. Dafür bekommen wir ein bisschen mehr Kohle. Ja, wir haben jetzt $50 Income und können uns hier Wooden Pillars kaufen. Wir können uns ein Haus bauen. Yeah. Okay, das ist quasi das Grundgerüst unseres Hauses. Fängt jetzt ihr an. Oh, kann ich da mal rauf? Entschuldigung. Ja, nein. Bin wieder runtergesprungen. Ich war schon drauf eben. Okay, nicht so schlimm. Wir haben jetzt $500 und das reicht tatsächlich für unser Floß, dass wir hier spawnen können und mit dem wir rumfahren können. Ja, wie nice. Warte mal, ein Pinguin kann doch eigentlich auch relativ schnell schwimmen, oder? Ich weiß nicht so genau. Das Raft ist halt super langsam. Was soll das? Ich will ein Speedboot haben. Deswegen haben die alle Speedboote gehabt. Hier geht's wieder rauf auf unsere Pinguininsel. Und wir
Wir können uns einen Woodcutter, also einen Holzfäller, kaufen. Und der Holzfäller kann für uns ein bisschen Holz fällen. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal gucken, was wir mit ihm wieder machen können. Ich muss sagen, er sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ich glaube, ich würde ihn sogar so lassen, wie der aussieht. Ist er eigentlich ganz schick. Wir watscheln mal rüber hier vorne zu unserem, Herr Fischer, Sir. Oh nein, ich bin reingefallen. Angeln Sie mich schnell raus. Okay, zu unserem Fisherman, weil ich glaube, wir können ihn sogar upgraden. Level up, zack, zweimal sogar. Und das heißt, er verdient jetzt wesentlich mehr Geld für uns, auch wenn er gar keinen Bock darauf hat. Dann haben wir hier eine Cabin. Unsere Hütte ist fertig. Yay! Hier eine kleine Lampe. Okay, wir haben jetzt einen kleinen Unterschlupf. Ich glaube, das ist sogar ganz wichtig. Oh, eine Tür habe ich auch gebaut. Ups. Ich glaube, das ist sogar ganz wichtig, weil normalerweise kuscheln sich Pinguine ja so zusammen. Aber da wir hier alleine sind auf unserer Insel und nur unsere Pinguinangestellten hier sind, haben wir niemanden zum Kuscheln. Und deswegen können wir uns in der Hütte verkriechen, wenn es kalt wird. Alright, so. Wir können uns ein Fenster kaufen oder ein Fenster oder versuchen, den Woodcutter mal zu upgraden. Was kostet denn das? 810 können wir uns an der Stelle sogar schon leisten. Das ist ja ganz wunderbar. Alright. So, 500 bleiben uns noch übrig hier. Okay, davon bauen wir jetzt das Ganze hier weiter. Unser Haus, haben wir genug für das Fenster? Nein, wir können uns das Fenster noch nicht leisten. Oder wir kaufen uns hier vorne so ein paar Loks. Mal gucken. Okay, jetzt haben wir hier Baumstämme. Und ich glaube, wir haben sogar genug hier, um den Fisherman ein weiteres Mal und sogar noch ein weiteres Mal zu upgraden. Der ist jetzt schon auf Level 6 von 10. Und damit verdient er hier ordentlich Geld für uns. Ja, das machst du sehr gut. Sehr gut. Du angelst überhaupt keine Fische, aber das macht nichts. Du verdienst ja irgendwie trotzdem bei der Kohle. Keine Ahnung, wie das funktioniert. So, 2000 Geld haben wir an der Stelle schon mal. Dafür können wir uns auf jeden Fall schon mal ein Fenster leisten hier. Und können uns eine neue Insel kaufen. Huh? Oh, da vorne. Bei meinem Floß. Nein, wie kommen wir da jetzt hin? Mein armes Floß. Ich glaube, das Coolste an den ganzen Sachen, hier sind noch Büsche, ist tatsächlich der gefrorene See. Zack, auf dem wir dann Schlittschuh laufen können. Yeah. Hier noch ein paar Fässer. Ah, jetzt können wir drüber springen. Ja, nice. Okay, das ist vielleicht nicht die beste Brücke, die je gebaut wurde. Das, was ich mir kaufen möchte unbedingt, das ist hier dieses Speedboot. Das will ich haben, weil damit können wir dann vielleicht zu den anderen Inseln fahren. Ich weiß halt nicht, ob man da irgendwie anders hinkommt, weil das normale Floß, das ist ziemlich langsam. Ich glaube, damit dauert es eine halbe Ewigkeit, bis wir da drüben sind. Okay, alles klar. So, jetzt hüpfen wir hier wieder rüber und können anfangen, die Insel mal ein bisschen auszubauen. Okay, wir haben jetzt fast genug für die neuen Schlittschuhe, die wir uns... Warte mal. Nein, wir konnten uns Schlittschuhläufer holen und keine Schlittschuhe. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Pinguin, der Schlittschuh fahren kann. Alles klar. Ich muss sagen, sie sieht eigentlich ganz nice aus. Ich glaube, ich würde nichts an ihr ändern. Ich mag ihre Augen, ich mag ihre ganze Farbe und alles. Von daher ist sie eigentlich soweit in Ordnung. Die können wir so lassen. Aber es kostet, glaube ich, einfach 3200, um sie aufzuleveln. Aber dafür können wir uns hier vorne einen Schneemann kaufen. Der steht allerdings auch nur rum. Aber dafür hat er eine süße Karotte als Nase, die fast so spitz ist wie meine Pinguinnase. Eine neue Insel? Was? Schon wieder? 3000 kostet das Vergnügen. 2900 und 3000. Zack. Oh, da haben wir eine neue Insel bekommen. Die ist allerdings relativ klein. Die ist nicht so groß. Aber ich muss sagen, die sieht schon mal ziemlich nice aus hier auf unserer Insel. Ich glaube, ich fahre mal das Boot ein Stück zur Seite. Okay, jetzt fahr doch mal los hier. So, zack. Wir können uns sogar selbst hochleveln. Was? Nein, das merke ich jetzt erst. Okay, Leute, wir können selber uns upgraden und verdienen dadurch mehr Geld. Und das Beste, wir können uns sogar auch noch eine eigene Farbe verpassen. Okay, wollen wir ein gelber sein oder ein oranger Pinguin oder ein lilaner? Ich finde, der lilane sieht eigentlich ganz gut aus. So, wir können jetzt weitergehen, haben ein bisschen Kohle und uns jetzt hier einen Weg zur nächsten Insel kaufen. So, das haben wir jetzt einmal fertig gebaut. Jetzt gibt es hier noch den royalen Teppich. Und das ist der Meister-Pinguin. Yeah, den wir hier gebaut haben. Oh, warte mal, Painter ist hier noch. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Können wir die Bäume? Warte mal, new item. Was ist denn jetzt los? Wir haben hier einen Pinguin, der sprüht einfach alles an. Okay, alles klar. Dann ist er jetzt hier wirklich schwer beschäftigt, damit meine Wände anzusprühen. Das machst du wirklich gut. Tollen Job machst du da. Okay, da habe ich wohl noch eine kleine Insel übersehen. Kann ja mal passieren. Auf der können wir jetzt auf jeden Fall ein Gebäude bauen.
Okay, alles klar. Wir können uns jetzt quasi unser Haus hier noch vergrößern. Und so sieht das Ganze jetzt auch aus. Wir haben hier zwei weitere Pinguine eingestellt, die natürlich für mich hier arbeiten und Schach spielen. Dann haben wir hier so einen kleinen Laden, wo wir einkaufen gehen können. Und hier vorne haben wir sogar unser eigenes Restaurant mit unserem persönlichen Chefkoch. Okay, machen wir heute eine leckere Fischcremesuppe. Alles klar? Danke, Kollege. Okay, alles klar. So, Leute, wir haben jetzt hier eine weitere Insel. Da können wir noch eine Insel kaufen. Oh mein Gott, es hört gar nicht auf. Oh, warte mal. Was ist das für eine riesige Insel jetzt hier? Die ist ja gigantisch. Die erhebt sich ja über allem, was wir bisher hatten. Okay, ich kann schon verstehen, dass sie teurer werden, wenn man sowas auch geboten bekommt. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt mittlerweile genug für das Beachboot, dass wir hier spawnen können. Und mal gucken, ob sich das Ganze auch gelohnt hat. Ob wir jetzt wirklich schneller fahren können. Alright. Es geht so. Okay, es fährt ein bisschen schneller als das Floß. Aber es ist echt immer noch langsam. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich mir noch kaufen soll hier. Okay, wir fahren trotzdem mal los. Vielleicht kommen wir ja irgendwo anders hin bei jemandem. Wir müssen mal gucken. Da vorne sehe ich eine Insel. Was? Als ob, hier ist wirklich eine Insel. Okay. Mal gucken, was da so drauf ist. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Wir haben unser Speedboot dabei, okay. Und können da wahrscheinlich jetzt einmal anlegen. So, mal gucken. Hier, zack, genau, da parken wir das Ganze mal. Hier ist einfach eine kleine Insel. Da ist eine Kiste oder sowas. Hier ist eine Schatzkiste, aber dafür brauchen wir einen Schlüssel. Wir müssen, glaube ich, erstmal einen Schlüssel finden, wenn wir die benutzen wollen. Und einen Piratenhut haben wir bekommen. Was, wie cool. Können wir den anziehen? Mal kurz gucken. Hier, zack. Pirate Captain Hat. Alright, konnten wir uns tatsächlich anziehen und wir können uns selbst sogar noch mehrfach hier upgraden. Das wird ja immer besser hier. Den Ice Skater haben wir auch noch gar nicht fertig upgradet. Da waren wir vielleicht ein bisschen nachlässig. Okay, nice. Damit sind wir hier jetzt Piratenkapitäne in dieser wunderschönen Pinguin-Welt geworden. Leute, ich würde sagen, das war's denn hier mit unserer Folge von Roblox als Pinguine auf der Pinguin-Insel. Like da lassen, schaut im EasyMouse.job vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.